Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Woodlaw. Gestern war ja Halloween und alle Kleinkinder und Erwachsene haben es gefeiert. Sie haben es auf jeden Fall genossen, die ganzen Süßigkeiten hinterher, wo sie zu Hause gekommen sind, wo sie es gesammelt haben, zu genießen. Es gibt Leute, die sich am Halloween vieles einfallen lassen. Zum Beispiel das erste Foto. Dieser Mann müsste künstlerisch begabt sein, um so ein Werk darzustellen. Dieser Mann hat sich Gedanken gemacht, wie feiere ich am besten Halloween mit meinem Sohn? Oder beziehungsweise, wie gehe ich aus mit meinem Sohn? Seine Vorlieben ist es, eine Jack Daniels Flasche und eine Zigarette Marlboro zu haben und den ganzen Abend damit zu relaxen auf dem Sofa. Diese Familie müsste auf der Welt jeder kennen, die Familie Dummarsch. Dieser Mann hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie style ich meine Frisur mit Macaronis und hat es auch geschafft. Hier ein künstlerischer Mann wieder, der seine Künsten an Kürbissen auslebt. Auf jeden Fall, Leute, kennt ihr Captain Jack Sparrow? Müsst ihr auf jeden Fall kennen. Vom Fluch der Karibik 1, Fluch der Karibik 2, Fluch der Karibik 3. Mir ist es auf jeden Fall neu, dieses Foto. Das ist Captain Jack Sparrow mit Spider-Man zusammen, also ein Hank. Zusammen gemischt, zusammen gewürfelt. Ich weiß nicht, schaut euch das an. Die Leute, die Kinder haben und das Sorgerecht haben, macht es nicht wie die hier. Hat sich auf jeden Fall ein Vogel Gedanken gemacht, wie ziehe ich meine Kinder an und stelle es auf YouTube. Auf jeden Fall, Leute, an allen Leuten, die Tiere lieben. Diese Katze hat nichts damit zu tun. Ich wollte euch die Nummer zeigen, weil sie hier die ganze Zeit unten am Spielen ist. Was ist los? Auf jeden Fall, Leute, das ist ein Kumpel von meiner Katze und sie ist zum Halloween, hat sich so angezogen. Diese Leute, die Fastfood-Ketten lieben, die machen sich auch ein paar Gedanken, wie verbringe ich meinen Tag am Halloween und wie ziehe ich mich dementsprechend an. Hunde machen sich auch so Gedanken, wie ziehe ich mich an. Auf jeden Fall, das waren meine Bilder zum Halloween, wie Leute sich anziehen. Ich freue mich und bedanke mich herzlich, dass du das beziehungsweise angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, einen Daumen hoch und nicht vergessen, es zu abonnieren. Aber nur, wenn es dir gefallen hat.